Jetzt aber werfen wir einen Blick in die Immobilienzukunft und in eine sehr, sehr spannende Zukunft. Es geht nämlich um, natürlich um Nachhaltigkeit, aber es geht auch ein bisschen mehr als um Nachhaltigkeit, auch wenn es der Titel vielleicht jetzt noch gar nicht so verspricht. Es geht um das Thema Immobilien als Speicher, Immobilien als Energiespeicher, und es gibt hier in Österreich, in Wien, es gibt Unternehmen, die sich schon damit befassen, die sich mit dem Thema befassen, wie kann man eine Immobilie so bauen, nicht nur, dass sie energieeffizient ist, sondern auch so, dass man sie in weiterer Folge als einen Energiespeicher nutzen kann. Und da kommt zu uns Herr Stefan Jeinöcker von Mischek Bauträger Service. Herzlich willkommen. Danke. Das Weiterschalten funktioniert dann hier. Ja, recht herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Jeinöcker, ich bin von der Firma Mischek, einem Bauträger in Wien. Ich möchte Ihnen ein bisschen was erzählen über die Vorteile nachhaltiger Immobilienentwicklung, beziehungsweise was versteht man oder was können wir als Immobilienentwickler oder Wohnraumerrichter für die Nachhaltigkeit tun. So, jetzt muss man schauen, ob das auch funktioniert. Ja, ich habe den Vortrag so in vier grobe Bereiche geteilt. Das eine Thema wird einmal sein, was ist also das Merkmal einer nachhaltigen Immobilie oder eines nachhaltigen Wohnraums. Das zweite ist, wir müssen uns immer die Frage stellen nach dem Lebenszyklus, sozusagen wie viel investiere ich am Anfang, um hinten raus dann im Endeffekt günstiger oder nachhaltiger wohnen zu können. Dann das Thema die nachhaltigen Energiequellen, weil wir immer mehr versuchen, die Energie, die auf einem Bauplatz zur Verfügung steht, auch da zu nutzen und nur mehr sozusagen sehr wenig Energie aus dem öffentlichen Netz auf den Bauplatz zu holen. Und als letzter Punkt etwas, was immer wichtiger wird, damit ich nachhaltige Energien optimal nutzen kann, ist es wichtig, dass die Immobilie die Gerätschaften auf der Immobilie die Energie auch kurzfristig oder auch langfristig speichern können. Da die nachhaltigen Energien ja nur sehr, oft hört man den Begriff flatterhaft, also das heißt, sie stehen nur zu gewissen Tageszeiten zur Verfügung, mehr oder weniger, also wenn der Wind weht oder auch nicht, oder wenn die Sonne scheint und in der Nacht, wenn wir den Strom brauchen, sozusagen, ist dann nichts vorhanden. Ja, ein weiteres Thema, ja, also nachhaltiger Wohnbau. Für uns gibt es da mehrere Themen, auf die wir uns in der Entwicklung immer konzentrieren. Das erste ist einmal, ein nachhaltiger Grundriss bedeutet für uns, eben einen Wohnraum zu errichten, der sozusagen eher offen ist in der Grundrissgestaltung, ja, den man auch langfristig gut nutzen kann. Es gibt immer wieder so Trends, dass man sagt, die Wohnungen müssen kleiner werden oder knapper werden. Wichtig ist, dass ein Wohnraum, sage ich einmal, in den nächsten 50 bis 100 Jahren auch so genutzt werden kann, wie wir ihn errichten. Wenn ein Grundriss nicht funktioniert, dann wird er wahrscheinlich auf einen schwächer werdenden Markt nicht angenommen. Das zweite ist, wir brauchen hohe Bauqualität. Also wenn die Baumaterialien oder so, wie das Objekt ausgeführt ist, einfach mangelhaft wäre oder nicht nachhaltig oder zu wenig beständig, dann ist es ja so, dass ich dann wieder beginne, das Wohnhaus vielleicht einmal nach 30 Jahren abzureißen, wie es oft bei Leichtbau passiert, oder bei Immobilien mit Sondernutzungen. Wichtig ist also ein langer Bestand, so wie zum Beispiel Gründerzeithäuser, aber auch Wohnhäuser sollten eigentlich zumindest 100 Jahre gut nutzbar sein. Da bin ich auch schon bei dem dritten Punkt, eben die lange Bestandsdauer. Je länger sie steht sozusagen, desto besser für die Nachhaltigkeit, weil das CO2, das wir in der Bausubstanz binden, sollte möglichst lange sozusagen uns einen Nutzen stiften. Dann die Nachhaltigkeit der Materialien. Wir arbeiten seit 25 Jahren mit der Firma Baugesund zusammen. Das ist ein kleines Label, das sich schon früh darauf spezialisiert hat, dass sie gesagt haben, die Materialien, die sie da verwendet, angefangen von Kleber oder Farben, ja, oft steckt der Hund, sage ich einmal, im Detail, dass Lösungsmittel drinnen sind in diesen Materialien, dass wir nur solche Materialien verwenden, die im Endeffekt also nicht gesundheitsschädlich sind. Und da
Thomas Belazzi, der Geschäftsführer dieser Firma, mit dem habe ich nicht einen Strauß schon ausgefochten, aber er hat im Endeffekt recht behalten, weil unsere Wohnungen, wenn Sie da hineingehen, dann ist es so, Sie riechen eigentlich nichts in der neuen Wohnung. Wenn oft woanders, ja, du gehst rein und riechst eigentlich, dass da noch irgendetwas, ein Lösungsmittel ausdampft. Ja. Und je weniger du riechst, desto mehr und nachhaltiger sind die Materialien. Das ist uns auch wichtig. Dann natürlich die bauphysikalischen Qualitäten. Je besser gedämmt ein Haus ist, desto besser kann man es mit wenig Energie natürlich beheizen. Das ist halt auch ein bisschen ein Widerspruch, weil man klebt da sozusagen relativ viel Dämmmaterial auf die Gebäude drauf. Man verliert auch Fläche, dass die Wände immer dicker werden. Aber das ist eigentlich die Voraussetzung, um auch nachhaltige Energien verwenden zu können und auch diesen Speichereffekt im Endeffekt erzielen zu können. Heute sind die meisten Heizsysteme Wärmepumpensysteme. Das heißt, die brauchen Strom, können aber dafür die Energie, die sie am Bauplatz haben, ich werde das dann noch ausführlich erklären, können aber sozusagen drei Teile von der Liegenschaft nehmen. Das nimmt man aus dem Wasser, aus der Luft oder aus dem Boden. Und mit einem Teil Strom sozusagen erzeugt man quasi vier Teile. Und das ist sehr effizient. Das zweite Thema ist, wir brauchen für unsere Heizsysteme heute nur mehr sehr niedrige Temperaturen. Also nicht mehr so wie früher, wo ein Heizkörper bis über 50 Grad hatte. In den betonkernaktivierten Gebäuden, die wir errichten, haben wir Vorlauftemperaturen zwischen 25 und 30 Grad und das reicht, dass es angenehm warm in der Wohnung ist. Dann ist natürlich auch das Thema die nachhaltigen Energiequellen, komme ich dann noch später dazu. Und die Lage einer Immobilie ist entscheidend. Ja, wenn ich immer von meinem Wohnhaus oder Wohnort pendeln muss, keine öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung habe, dann müsste es zumindest eine E-Ladestation geben, damit ich wenigstens mit einem nachhaltigen Fahrzeug zur Arbeit fahren kann. Also auch das ist wichtig, dass man dort baut, wo im Endeffekt die öffentliche Infrastruktur schon vorhanden ist. Und der letzte Punkt ist dann die Speicherfähigkeit der Immobilie und dazu werde ich Ihnen dann auch noch ausführlich etwas erzählen. Ein Projekt, auf das wir sehr stolz sind, ist die Biotop City. Das alte Coca-Cola-Gelände an der Dresdner Straße ist ja vor ein paar Jahren geschlossen worden. Wir haben dort die ganzen Fabrikshallen abgerissen und dort war eigentlich nur alles zubetoniert, ein Produktionsstandort. Und wir haben dann mit der Firma Greenpass, das ist ein Label, der von der Frau Dr. Fassbinder gegründet wurde, haben wir versucht, sozusagen etwas mehr als nachhaltig zu tun. Wir haben auch versucht, wieder Grünräume zu schaffen, die auch tatsächlich leben können. Also das heißt, dass sich Tiere ansiedeln können, also kleinere Tiere ansiedeln können. Wir haben versucht, dass die sommerliche Überwärmung in diesem Gebiet, also wenn sie nur Asphaltflächen hätten drinnen, ja, oder alles zubetoniert ist, dann wird es extrem heiß im Sommer. Und wir haben genau uns die Punkte angesehen, das sehen Sie da rechts unten, in diesem Bild haben wir auch schon versucht, wie verschattet sich das Quartier, ja, wie streicht der Wind und die Luft durch das Quartier. Und dort, wo wir im Endeffekt noch Problempunkte hatten, haben wir dann mit einer extrem starken Begrünung reagiert. Und auch die Dächer wurden begrünt. Und das Spannende für mich war, dass man also auch auf die Biodiversität geachtet hat. Es wurden so kleine Habitate geschaffen, die eben für Insekten oder Kleintiere sozusagen, dass sich die wieder ansiedeln können, weil das ja im Nachbargebiet zu einem Naturschutzgebiet, den Alten Wiener Bergen, gründen ist. Und dafür wurden wir als erstes Gebiet mit sechs anderen Bauträgern mit dem Platin Green Pass ausgezeichnet für eines der nachhaltigsten Quartiere in Europa. So, Lebenszyklus der Immobilie. Entscheidend ist, Sie können ja am Anfang in der Planung, bei der Konzeption relativ gut beeinflussen, wie nachhaltig dann eine Immobilie ist. Nämlich wenn das Heizsystem schon darauf ausgelegt ist, wenn die Wärmedämmung entsprechend stark ist, braucht die Immobilie dann relativ niedrige Betriebskosten. Aber auch wenn natürlich die Bauqualität passt, also die Materialien, dass sie die gut sanieren können. Weil über die Bestandsdauer von 100 Jahren seiner Immobilie kommt es doch zu einigen Erhaltungszyklen. Und diese Kurve, die da ist, zeigt, dass man eben links beginnend von oben kommend die Beeinflussbarkeit
der Kosten, aber das steht genauso auch für die Beeinflussbarkeit dessen, was wir an CO2 einsparen können, dass wir uns eben darauf konzentrieren, weil während der Nutzungsphase sozusagen ist das dann nicht mehr möglich. Aber wenn man schaut, am Anfang habe ich 20% der Kosten, ja, und die Betriebskosten machen dann 80% über die Lebenszeit aus. Und das heißt, es ist schon sehr wichtig, auf diese Nutzungsphase zu schauen und nicht nur auf die investierten Kosten am Anfang. Also wenn Sie die Voraussetzungen nicht schaffen, dass Sie hinten nach günstig sozusagen heizen können oder ein nachhaltiges Gebäude haben, dann können Sie das über die Betriebsphase nicht mehr einholen. Ja, nachhaltige Energiequellen. Woher kommt jetzt die Energie, wenn sie nicht aus dem Fernwärmenetz oder aus dem Stromnetz kommt oder aus dem Gasnetz? Sie haben die Möglichkeiten, Tiefenbohrungen, also Geothermie. Wir bohren da auf unseren Bauplätzen bis zu 200 Meter tief. Das sind Erdsonden, da zirkuliert Wasser drinnen. Und diese Erdwärme kann eine Wärmepumpe ganz gut nutzen, um damit das Haus zu beheizen und auch das Warmwasser zu bereiten. Es braucht aber dann spezielle Bodenverhältnisse, das ist nicht überall gewährleistet. Die zweite Möglichkeit wäre Grundwasser. Das heißt, Sie brauchen auch einen entsprechenden Grundwasserstand und auch der Boden darf nicht zu feinkörnig sein, sonst würde dieser Brunnen im Endeffekt im Laufe der Zeit versanden. Aber Grundwasser kann man auch dazu verwenden, ganz gut um zu heizen, aber auch zum Kühlen. Und die dritte Möglichkeit ist Luft, also die klassischen Luftwärmepumpen. Die haben ein bisschen den Nachteil, dass wenn ich im Sommer mit so einer Luftwärmepumpe kühle, dass ich dann wieder warme Luft an die Stadt abgebe oder an die Umgebungsluft abgebe. Und das ist eigentlich etwas, wo man sagt, man vergeudet hier eigentlich Energie, die man vielleicht dann über den Winter nutzen könnte. Weil bei der Tiefenbohrung zum Beispiel, beim ersten Beispiel, kann ich beim Konditionieren oder Kühlen der Wohnung die Wärme, die ich der Wohnung entziehe, wieder in den Boden schicken. Und die kann ich dann im Winter wieder verwenden. Das ist quasi ein saisonaler Speicher. Photovoltaikanlagen, wie gesagt, sind heute auch in Wien schon jetzt vorgeschrieben, allerdings noch in einem sehr homöopathischen Maß. Wenn man also die Möglichkeit hat, dann wäre es gut, wenn man die Dachfläche auch entsprechend ausnutzt, weil den Strom, den wir da von der Sonne bekommen, ist zwar nicht so, dass er nichts kostet, weil die Photovoltaikanlage kostet auch was, aber es ist immer noch eine relativ günstige Möglichkeit. Und bei großen Anlagen, also wenn wir so wie am Wienerberg mit 1000 Wohnungen, bietet sich es auch an, dass man das Abwasser im Endeffekt in einen Schacht, insbesondere wenn Sie ein Pumpwerk errichten müssen, weil der Kanal vielleicht sozusagen höher liegt, dann können Sie aus dem Abwasser so einer Wohnhausanlage oder so eines Quartiers auch die Wärme entziehen und das wiederum verwenden für die Heizung und für die Warmwasserbereitung. Das ist natürlich ein Wärmetauscher dazwischen, also da kann nichts passieren. Und auch die Abluft von größeren Abluftanlagen, also falls es kontrollierte Wohnraumlüftungen gibt. Nachhaltige Energiesysteme oder nachhaltige Energien, die nicht am Bauplatz sind, sind logischerweise der Windstrom, also einen Windpark kann man nicht machen, ist sogar verboten, auch nicht kleine Turbinen. Wir haben das Thema Strom aus Wasserkraft, ist nach wie vor eins der Favoriten in Österreich. Muss man dann schauen, dass man den entsprechenden Betreiber einfach bekommt, der nur Wasserkraft oder Windstrom anbietet. Dann die Holzpellets, das ist etwas, was im städtischen Raum vielleicht nicht so ideal ist, weil es ja auch zu einer gewissen Staubentwicklung kommt und wir die Pellets ja eigentlich nicht in der Stadt haben. Aber wie gesagt, das ist auch eine nachhaltige Quelle. Und dann das Thema Biogas ist etwas, was in die Zukunft geht, wo man versuchen wird, dass man überschüssigen Strom aus den nachhaltigen Energiequellen, dass man eben überschüssigen Strom aus Photovoltaikanlagen oder Windstrom, dass man den umwandelt in Biogas. Es wird derzeit noch diskutiert, aber das Gleiche gilt auch für Wasserstoff, das ist quasi ein Vorprodukt und wir werden das brauchen, damit wir diese ganzen überschüssigen Energien, die wir zum Beispiel im Sommer haben durch die Photovoltaikanlagen, dass wir die in den Winter transportieren können. Das wird auch ein Teil werden, sozusagen im Gesamtmix, wo man versuchen wird, eben diese Energiequellen quasi zu nutzen.
So, und warum ist es jetzt so wichtig, dass eine Immobilie Energie speichern kann oder dass sie sozusagen auch eine Zeit lang nicht am Stromnetz hängt? Ja? Es gibt heute schon das Thema, nein, das erzähle ich noch bei der Speicherung, ich wollte Ihnen kurz hier zeigen, da sehen Sie die Lastkurve von Österreich. Die rote Linie zeigt Ihnen sozusagen den Strombedarf. Diese hellblaue Sockelzone sozusagen ist Wasserkraft. Da sehen Sie, die schwankt über den Tagesverlauf. Die Wasserkraft lässt sich relativ gut regeln. Man kann einfach die Turbine unter Anführungszeichen abschotten, ja, oder ein Hochspeicherkraftwerk kann einfach abdrehen. Und wenn dann im Endeffekt wieder gebraucht wird, drehen die wieder auf. Die sind innerhalb von 2 Minuten am Netz. Dann haben wir Gas noch relativ viel. Das ist dieses hellgrau, hellblaue Thema. Das dunkelblaue und das gelbe sind jetzt die nachhaltigen Energien. Sie sehen, wenn der Wind da ist, die dunkelblaue Masse hier, dann haben wir da plötzlich relativ viel. Dann kann sich die Wasserkraft zurücknehmen. Ja? Und Sonnenstrom sieht man, ist in Österreich eigentlich noch relativ wenig da. Also der am Netz kommt. Und dann haben wir oben diese blauen Spitzen, das ist das, was die Pumpspeicherkraftwerke im Endeffekt kurzfristig ins Netz schicken, um sozusagen zu stabilisieren. Und das Spannende ist beim österreichischen Ding, wenn man sieht, da gibt es so weiße Flächen, da liefern wir eigentlich keinen eigenen Strom, das ist das, was Österreich im Endeffekt von extern importiert. Und wenn man sich jetzt Deutschland anschaut, was da draußen gerade diskutiert wird, Sie haben jetzt das Braune, das Schwarze, das ist Kohle, Braunkohle, Steinkohle, darüber das Graue wieder Gas. Das Rotbraune unten ist die Atomkraft. Und wenn Sie sich anschauen jetzt, die dunkelblauen und mittelblaue Fläche, das ist wieder der Windstrom in Deutschland. Das ist ganz massiv. Und auch die Spitzen sozusagen durch die Photovoltaik. Und dieses Auf und Ab, ja, ist wahnsinnig schwer. Sie können einfach nicht die kalorischen Kraftwerke einfach abschalten. Das ist das, wo Sie dann sehen, das wird dann exportiert zu uns. Ja, und wir federn die Spitzen quasi mit unseren Pumpspeicherkraftwerken ab. Aber das heißt, um diese nachhaltigen Energien wirklich gut nutzen zu können, wird es demnächst so sein, oder es ist schon so, dass große Verbraucher, denen wird angeboten, dass sie einen günstigeren Stromtarif bekommen, wenn sie im Endeffekt ihre Anlage für diese Spitzenstunden, also da, wo man bei uns sieht, dieses Dunkelblaue, wenn Sie da Ihre Anlage wegnehmen. Sowas funktioniert auch mit einer Heizanlage, also einer Wärmepumpenheizanlage. Und ich habe Ihnen da noch eine Kurve drinnen, das ist diese dunkelbraune Kurve. Sie sehen, die zackt da so. Und über dem dunkelblauen geht die Kurve sozusagen ganz stark nach unten. Das heißt, wenn nachhaltige Energien zur Verfügung stehen, ist da der Strom am Markt plötzlich sehr günstig. Und wenn Sie den Strom nutzen können für Ihr Gebäude, dann haben Sie natürlich einen wesentlichen Vorteil. Und Sie können mir glauben, in Zukunft wird es so sein, dass der Strom, der Spitzenstrom, im Endeffekt über die Smart Meter auch einen anderen Preis haben wird. Deshalb ist es wichtig, ja, dass die Immobilie sich zeitweise vom Netz nehmen kann. Zumindest mit den großen Verbrauchern. Und der Gesetzgeber arbeitet gerade daran. Man weiß zwar noch nicht, wie man das in Worte fasst, ja, aber das nennt sich Smart Readiness Faktor, kommt auch aus der EU, wo sozusagen Anreize geschaffen werden, wenn Immobilien oder Heizsysteme dann im Endeffekt einen Beitrag zur Nutzung der nachhaltigen Energie beitragen können. So, und jetzt zum Thema Speicher, was ich noch kurz erzähle. Betonkernaktivierung, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, aber das heißt, wir haben, also vielleicht, bei der Betonkernaktivierung ist es so, Sie haben keine Fußbodenheizung, wird Ihnen was sagen, aber bei uns liegen sozusagen die Heizschlangen in der Decke. Jetzt werden Sie sagen, na komisch, wenn von oben die Wärme kommt, ist ein bisschen eigenartig. Aber die Wärme von oben, die Strahlungswärme, die dabei ist, reicht aus, dass auch der Boden warm wird. Und der Vorteil ist, Sie haben eine sehr große Heizfläche. Ja, der Beton sozusagen ist auch eine Art Speichermedium und Sie haben dadurch ein sehr angenehmes Raumklima. Bei den alten Heizsystemen, links noch gezeigt, mit den Heizkörpern, brauchen Sie ungefähr 55 Grad, zumindest im Heizkörper,
Ja, dann entsteht diese klassische Walze, die Luft steigt aus und fällt dann wieder runter und so gibt es einen Kreislauf. Bei der Betonkernaktivierung haben Sie 25 Grad teilweise nur mehr im Heizmedium, das heißt, es ist wesentlich kühler und durch die Strahlungswärme ist es extrem angenehm. Also wir haben in unseren Häusern, wo wir das bereits umgesetzt haben, also die Leute sind extrem zufrieden und wie gesagt, vielleicht kann man es sich am Anfang nicht vorstellen, man muss das einfach auch einmal gespürt haben. Ja, jetzt dann das Thema, man kann natürlich auch die überschüssige Energie, die vielleicht irgendwo vorhanden ist, also Photovoltaikanlage am Dach, wir können die Wärmepumpe anschalten, wenn die Sonne scheint und können einmal die Warmwasserbereitung machen und vielleicht einen Tank mehr aufstellen, weil man kann dann auch sozusagen mit diesem Heißwassertank ganz gut heizen. Und dann gibt es natürlich eine Möglichkeit, auch den Stromspeicher, die Batterie. Das ist allerdings noch relativ teuer. Also hier ist einfach so, dass jetzt mit diesen teuren Strompreisen, die wir uns ja alle nicht wünschen, dass sie so bleiben, rechnet sich so ein Stromspeicher schon ganz gut. Aber wir hoffen ja doch, dass wieder sozusagen etwas günstiger wird. Und wie gesagt, der Stromspeicher macht dann Sinn, wenn Sie damit die Immobilie wieder für eine Zeit vom Netz nehmen können, um nicht sozusagen den teuren Tarif zahlen zu müssen. Diese ersten drei sind sozusagen Speicher, die ein, zwei Tage überbrücken können. Die nächsten drei, also die Tiefenbohrung, Eisspeicher ist ein bisschen was ja, sophisticated, aber funktioniert auch. Man kann sich vorstellen, wie ein riesigen Warmwassertank im Boden ist relativ aufwendig zu machen und natürlich auch der Wasserstoff. Der Vorteil sozusagen dieser Themen ist, wir können hier vom Sommer die Energie für den Winter speichern und damit einen Ausgleich erzielen. Ja, da habe ich nur ein Schema noch einmal kurz aufgezeichnet. Also diese länglichen Striche sind sozusagen die Tiefenbohrungen, wo eben das wie soll ich sagen, 12 Grad warme Wasser genutzt wird dann in der Wärmepumpe und sämtliche Decken in dem Wohnhaus aufgeheizt werden. Und im Idealfall nutzen wir natürlich eine Photovoltaikanlage oder einen Windstrom oder eine andere nachhaltige Energiequelle, um die Wärmepumpe zu betreiben. Und der große Vorteil von dieser Betonkernaktivierung ist, dass Sie auch im Sommer Ihre Wohnung konditionieren oder kühlen können. Weil das Problem ist bei diesen wunderbaren, top gedämmten Baukörpern ist, Sie kriegen die Wärme, auch die Wärme, die Sie selbst erzeugen, durchs Kochen oder Waschen oder was auch immer, Sie kriegen die Wärme einfach aus den Wohnungen nicht mehr raus. Ja? Und deshalb kann man eben im Sommer mit diesem System auch wunderbar konditionieren. Es kostet nicht mehr, also wir haben am Anfang gesagt, es kostet das Gleiche wie Heizen. Heizen und Kühlen kostet das Gleiche. Mittlerweile sind wir so weit, dass man sagen kann, es ist sogar erheblich günstiger, weil wir einfach diese Systeme nachgeschärft haben und auch die ganzen Bemessungsgrundlagen, die wir in den technischen Normen drinnen haben, gelten bei dieser Art des Heizens nicht mehr. Also man kann hier wesentlich sparsamer damit umgehen. Ja, damit komme ich zum Resümee. Also Betonkernaktivierung als Speicher bringt auch ein extrem behagliches Wohnklima. Wir können damit im Sommer konditionieren. Die Betriebskosten bitte nur fürs Heizen, ja, können bis zu 40% günstiger sein, weil wir einfach andere Temperaturniveaus brauchen. Bitte nicht zu verwechseln mit der Warmwasserbereitung, weil die Warmwasserbereitung, da gibt es hygienische Vorschriften, da brauchen Sie einfach die Energie. Da gibt es leider noch nichts Besseres sozusagen. Da hilft vielleicht die Wärmepumpe nur geringfügig, aber das ist nicht viel günstiger, als wenn ich es mit Fernwärme oder mit Gas mache. Ja, das hohe Potenzial dieser Heizungen zur Lastverschiebung, dass sie eben dann Strom nehmen, wenn er am Markt günstig zur Verfügung steht. Und damit können Sie dann auch einen Beitrag sozusagen für die allgemeine Nachhaltigkeit leisten und teure Stromspitzen verhindern und mehr nachhaltige Energien nützen. Ja, damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.